Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Pokémon Go Video hier bei mir. Heute ein kleines Egg Opening. Ich habe mal die Eier so gesammelt, wie sie gekommen sind und zeige sie euch jetzt. Ja, am ersten 2 Kilometer Ei ein Pi bekommen, mein erstes Baby-Pokémon. Und das war noch vor dem Baby-Event. Gab ja die erhöhte Chance auf Baby-Pokémon, dass die schlüpfen für eine kurze Zeit. Und das habe ich dann noch vor dem Starter-Event geöffnet, dieses Ei. Und da war ein Shiggy drin. Das war auch heftig. Ja, die anderen Pokémon, die geschlüpft sind, habe ich ja schon gezeigt in anderen Videos, weil das da besser gepasst hat. Aber wie gesagt, ist die Reihenfolge, wie sie geschlüpft sind, ja, dann habe ich mir noch die Bewertung von Shiggy angeguckt. Und ja, leider ist mir ein Lapras, was geschlüpft ist. Da ist mir die Aufnahme verloren gegangen, irgendwie, weil sich irgendwie die App aufgehangen hatte. Und das ist dann während des Baby-Events geschlüpft, ein Elekid. Auch neu registriert, mein zweites Baby-Pokémon. Hab ja durch dieses Event fast alle Pokémon bekommen, die es als Baby gibt. Und da habe ich auch mal die Bewertung angeguckt, weil mich es interessiert hat. Weil das ist, finde ich, eigentlich das Beste von den Baby-Pokémon. Also ja. Und dann kam ein 5-Kilometer-Ei. Das war auch wieder heftig. Ich habe auch schon gedacht, oh, krass, so viele krasse Pokémon hintereinander. Nämlich ein Dickter, was auch ziemlich selten ist bei mir, habe das noch nicht mal wild fangen können. Und da habe ich jetzt genug Bonbons, kann jetzt auch bald ein Diktri entwickeln. Und dann ein 10-Kilometer-Ei mal wieder. Da war ein Magpie drin. Und auch neu registriert. Das ist jetzt mein drittes und mein zweites während des Baby-Events. Und ich muss auch gestehen, ich habe jetzt nach dem Baby-Event keins mehr bekommen. Also schon, die sind schon geschlüpft, aber ich habe jetzt halt die bestimmt schon während des Events aufgelesen, die Eier. Und dann noch ein Knofenser, das war jetzt mal ein wenig gutes Ei, das war jetzt ein bisschen schlechter wieder. Ja, ich denke mal, ich habe die dann schon vorher aufgelesen und dann sind sie halt dann geschlüpft, als ich sie ausgebrütet habe. Aber danach habe ich keins mehr bekommen. Jetzt aus dem 5-Kilometer-Ei kommt eins der seltensten Pokémon neben Pichu, nämlich Togepi. Pichu fehlt mir auch noch. Ja, Togepi, auch neu registriert, das vierte Baby. Und 18 Bonbons, da fehlen noch einige. Werde aber den nicht als Buddy nehmen. Und dann das nächste 5-Kilometer-Ei. Was ist da drin? Ja. Ein weibliches Nidoran, ja. Ist gut für die Bonbons, aber jetzt nichts Besonderes. Und weiter geht's mit einem 5-Kilometer-Ei. Ja, Fukano, das ist gut. Da kann man immer die Bonbons gebrauchen. Das ist ja auch ziemlich selten. Und ihr habt ja auch gesehen in meinem Video, wie es mir geflüchtet ist. Das hat mich richtig geärgert, weil, boah, ich feiere einfach Fukano so sehr. Und dann das andere Nidoran, das männliche. Ja, 2 Eier später geschlüpft. Dann nochmal ein 2-Kilometer-Ei. Ja, ich zeige euch auch die schlechten Eier, weil hier war ein Hollyo drin. Ja, die kriege ich ja meistens aus den Eiern. Ja, 218 WP, war mir zu schlecht, habe ich verschickt. Dann 10 Kilometer Ei. Da ist das letzte Baby aus dem Ei geschlüpft, was mir aus den 10 Kilometer Eiern fehlt. Und ja, das ist gut. Jetzt habe ich alle 10 Kilometer Ei Babys registriert. Jetzt fehlt mir nur noch Pichu und Fluffeluff. Dann habe ich alle Baby-Pokémon. Den Rest habe ich schon bekommen. Und ja, die sind irgendwie selten. Und noch ein 2-Kilometer-Ei. Da war ein Habitat drin. Ja, Habitat. Auch nicht so berauschend. Und ja, ich glaube, das habe ich auch verschickt, weil mir das einfach, ja, egal ist. Nächstes 5-Kilometer-Ei. Und da ist dann ein schönes Blutzug drin. Okay, Blutzug ist jetzt nichts Besonderes, ne? Trifft man an jeder Straßenecke. Eins der schlechtesten 5 Kilometer, die man kriegen kann. Aber sowas gibt es natürlich auch. Nehmen wir mit. Machen wir weiter mit dem nächsten 5 Kilometer Ei. Und ja, vielleicht wollt ihr nochmal ein Egg-Opening sehen. Da war ein Mirapla drin. Dann lasst ein Like da, einen Kommentar da. Aber die werden jetzt nicht so häufig kommen, weil das einfach viel Arbeit ist, die Eier zu sammeln. Ich werde die eher so in den Videos so mit reinschneiden. Wenn sie schlüpfen, dann ein Rattan. Ja, kann ich auch nicht drüber freuen. Ist zwar selten, aber ein schwaches Pokémon. Weil das einfach viel Arbeit ist, die ganzen Eier auszubrüten, zu schneiden. Und
Wenn ihr es wünscht, mache ich es. Ansonsten schneide ich die Eier mit in die Videos rein, wenn sie gerade passen. Und dann ein Tangela, ja, die sind auch eigentlich ganz okay. Ist selten in dem Sinne. Ich habe es noch nicht gefangen wild, aber nur aus Eiern bekommen. Ich habe, glaube ich, jetzt schon 5 Stück oder so. Ja, Evoli, wow, mein erstes Evoli, seit das nicht mehr in den 10 Kilometern Eiern drin ist. Das ist auch natürlich nice. Ja, die Bonbons gehen schon Richtung 1000 Bonbons. Und ein weiteres 5 Kilometer Ei. Was ist da drin? Menki. Ja, Menki. Ja, für manche ist selten, für mich jetzt nichts Besonderes. Ich habe sogar einen Rasa schon mal wild gefangen und Menki. Also eher so lala. Sandama. Ja, da kann ich mich auch nicht mehr drüber freuen. Da habe ich auch schon zu viel aus Eiern bekommen und habe auch schon 71 Bonbons. Dann mal ein 10 Kilometer Ei. Ja, das wird jetzt heftig. Weil ich es noch nicht hab. Aerodactyl. Aerodactyl eingetragen im Pokédex. Endlich. Endlich. Ja. Stahlflügel, Antikraft. Und ja, dann noch ein 5 Kilometer Ei. Was war da drin? Ein Quapsel. Ja, ganz okay. Ganz okay. Bonbons kann man ja für die zweite Gen eigentlich sammeln schon mal. Ja. Und dann kommt ein Seepa. Da kann man auch die Bonbons gebrauchen. Und das ist auch die Premiere. Ich hatte es bisher noch nie aus dem Ei bekommen. Erstes Mal aus dem Ei geschlüpft. Ich weiß nicht, an welchem Pokémon-Stop ich das eingesammelt habe. Dann wieder ein 10 Kilometer Ei. Muss wohl anscheinend vom gleichen Pokéstop gewesen sein, weil da auch wieder ein Aerodactyl drin war. Ja. Das ist jetzt ein bisschen schlechter als das davor, aber egal. Zwei Aerodactyls kann man immer gebrauchen. Dann zum vorletzten Ei. Ja, wieder ein Seepa. Keine Ahnung, wo ich das her hatte. Das war jetzt kurios. Die sind wirklich so geschlüpft. Und dann verabschiede ich mich. Hoffe, es hat euch gefallen, dieses Egg-Opening. Und jetzt sehen wir das letzte Ei. Schreibt gerne einen Kommentar, lasst ein Like da. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann und auf Wiedersehen.